sowas überhaupt nicht verstehen, Leute. Was ist bei denen kaputt, ne? Dann habe ich halt so mit ihm geschrieben. Ich habe ihm auch geschrieben, was stimmt mit dir nicht? Das gestern noch gemeint, du hast immer Zeit nach der Arbeit, bla bla, Uhrzeit angegeben. Und jetzt heute, ich habe keine Lust, mich in der Öffentlichkeit zu treffen. Ich habe meine Prinzipien, du hast deine Prinzipien. Das Problem ist, wir sind Prinzipienmenschen. Ey, Junge, fuck you, Mann. Was für Prinzipienmenschen? Ey, ohne Witz. Die könnte ich ja, krieg ich so wieder so einen Hals, ja. Schön Prinzipien hin oder her, aber das ist doch nicht normal, sich nicht, wenn man sich nur aus dem Internet kennt, sich nicht beim ersten Treffen in der Öffentlichkeit zu treffen. Ich bin eine Frau, das muss man bedenken, aber er scheint sehr hohl zu sein scheinbar. Also Aussehen ist halt nicht alles, ne? Sein Charakter zeigt mir, will ich so jemanden kennenlernen? Ich denke nicht. Ich habe ihm dann auch geschrieben, Junge, ich renne dir nicht hinterher, sowas habe ich nicht nötig, habe ich ihm zuletzt geschrieben. Hat er gelesen, hat er nicht drauf geantwortet. Ich habe ihm ein paar Mal geschrieben, so, was ist denn jetzt, warum, was ist denn dein Problem? Wenn du meinst, weil ich gemeint habe, dass es nicht normal ist, sowas. Die Musik runtergedreht, weil ich schon sehr hier rumschreie, aber ich bin ja ich alleine in meiner Wohnung, ist ja scheißegal, ne? Ich reg mich da halt wirklich drüber auf. Einerseits finde ich es so lächerlich und dämlich und gestört und andererseits könnte ich wirklich denken so, würde die gerade so an den Hals gehen, am liebsten, ne? Also richtig schlimm in den Kerlen und ein anderer aus Karlsruhe, ich weiß nicht, er könnte auch meine Story sehen, weil ich habe meinen Namen bei der russischen Seite angegeben, aber ist ja auch egal. Ist ja klar, dass ich Single bin und auch andere Männer noch date. Wenn überhaupt mir einer gefällt, wenn mir einer gefällt, scheint er gestört zu sein. Ich hoffe, der aus Karlsruhe ist nicht gestört, aber dem muss ich dann wahrscheinlich noch später schreiben, dass es nicht klappt, mir nächste Woche treffen, weil meine Bestie, also meine beste Freundin Natascha kommt eben nach Freiburg und dann machen wir zusammen was und da freue ich mich so drauf. Ja, und Anja, dich wollte ich auch noch fragen, aber dann melde ich mich später privat bei dir. Ja, also auf jeden Fall, Leute, was ist da los, Mann? Ich kann euch Geschichten erzählen, ich kann Bücher schreiben mit den Männern. Irgendwie lerne ich nur gestörte Männer kennen, wirklich... Schöne, gestörte Männer. Warum? Ich will intelligent. Meine Followerin hat mir gerade geschrieben, ich soll mal bitte Bilder von den Männern zeigen, weil sie das super interessant findet. Oh Gott, das Speicherplatz schon wieder aus allen Nähten. Ihr seht es schon, Speicher fast voll. Naja, also von den normalsterblichen Männern kann ich euch leider keine Bilder zeigen, weil darunter würde ja mein Ex-Freund fallen mit Vornamen, mit Buchstaben E. Meine Freunde denken bestimmt alle jetzt so, oh nein, warum? Aber er ist nun mal noch Number One, also jetzt vom Optischen her so. Keine Ahnung, ich finde ihn immer noch sehr, sehr hübsch. Ist ja egal. Er ist Single, aber ist egal. Next. Also und dann halt noch der Typ, mit dem ich jetzt vor kurzem sowas kurz am Laufen hatte. So ganz, ganz kurz. Ist ja auch egal, der wo was Lockeres will, ne? Auch Russe. Dann, mit dem ich jetzt gestern geschrieben habe, auch voll der Hübsche. Mit dem ich hier bei Insta schreibe, wer sich nicht treffen will und so weiter und so weiter. Also mein Typ ist halt so ein Schönling, Milchbubi, hübsches Gesicht, muss mich einfach flashen, wunderschöne Zähne. Das ist so mein Typ. Aber ich kann euch Prominente zeigen. Gebt langsam den Geist auf. Mir ist mega warm. Ich habe hier meine Kuscheldecke wieder auf meinem Schoß. Und ich habe Fisch gebraten, beziehungsweise Fisch im Backofen gemacht. So Backfisch, ne? Deswegen ist mir auch so warm. Und dann rede ich so viel und bewege mich viel. Und keine Ahnung, ich muss nach meinen Typen. Muss ich mal schauen, welche interessant sein könnten für euch. Weil so normale, ja gut, mal gucken. Ich kann auch so ein paar reinstellen, weil es ja auch kreative Nachrichten und so weiter gibt. Muss ich mir selber nochmal anschauen, schon ewig her. Also ihr Lieben, jetzt aber wirklich schönen Abend. Bis bald, ich melde mich. Wie oft kann man das eigentlich sagen? Ich wieder mal, ne? Tausendmal wiederhole ich mich, aber so bin ich, real und so, ist ja auch egal. Also sag ich es mal anders, mein Speicher ist mega voll und ich muss noch so viel löschen und so viel mir anschauen und ich wollte auch die ganzen Single-Nachrichten hier reinstellen von den ganzen komischen und normalen.